Guten Morgen und einen schönen Heiligabend. Dieses Mal ist mein morgendlicher Gruß in Bild und Ton. Weihnachten eben. Und ich möchte auch sehr gern hier die Gelegenheit nutzen, Danke zu sagen. Danke an die vielen lieben und respektvollen User und Userinnen hier auf Facebook, die dieses Medium für mich zu einem häufig genutzten machen. In den allermeisten Fällen findet hier auf meinem Profil gute und freundliche Diskussionen statt. Der morgendliche Gruß, den mache ich jetzt schon seit Jahren, ich weiß nicht wie vielen, ist dabei auch irgendwie zu einer festen Größe geworden. Danke aber auch an die tausenden Leserinnen und Leser meines Opernmagazins. Ende des Jahres werden wir fast 1,5 Millionen Aufrufe dieses erfolgreichen Formates haben. Besonders gefreut habe ich mich, dass das Opernmagazin als eines von ganz wenigen Kulturmagazinen im Internet seit Anfang dieses Jahres einen eigenen Wikipedia-Eintrag erhalten hat. Nebenbei war es mir auch eine große persönliche Freude und Ehre, von den Dortmunder Philharmonikern eingeladen worden zu sein, um in deren Klangkörper, dem Magazin der Philharmoniker, eine regelmäßige Interviewrubrik gestalten zu dürfen, was mir sehr viel Freude macht und sehr viel Spaß. All das ist natürlich nicht mein alleiniger Verdienst. Deswegen auch hier an dieser Stelle meinen persönlichen Dank an mein Redaktionsteam, die in diesem schwierigen Jahr von so vielen Produktionen im deutschsprachigen Raum und darüber hinaus für das Opernmagazin berichtet haben. Stellvertretend möchte ich hier Ursula Hartlapp-Lindenmeier, Markus Stücklin, Philipp Richter und Josef Frommholzer nennen. Gerade ihre Rezensionen und Berichte waren es, die in diesem Jahr so oft gelesen und weiter verbreitet wurden. Jeder schreibt auf seine sehr persönliche Weise. Und das ist auch genau das, was ich seit nunmehr 12 Jahren mit meinem Opernmagazin möchte. Kein Fachmagazin für einige wenige, sondern ein Internetmagazin für viele. Es soll neugierig auf Kultur machen, es soll die Menschen in die Theater locken und es soll sie für die Oper, die klassische Musik, die Operette, das Musical, das Ballett begeistern. Uns allen wünsche ich ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes und glückliches neues Jahr. Ein Jahr, das uns alle wieder hoffen lässt und das die Chance bietet, offene Gräben wieder gemeinsam überwinden zu können. Merry Christmas and a Happy New Year. Buon Natale e Felice Anno Nuovo.